So, die große Bikepacking-Tour Sendit Deutschland Ride mit Tobi Woggon geht los morgen. Der hat mich gerade angerufen. Oh, es regnet auch schon auf die Linse, dass das Wetter nicht so gut werden soll. Naja, gut. Schauen wir mal. Auf alle Fälle ist es eine coole Idee. Die haben wir schon lange. Und einfach mal mit dem Rad durch Deutschland zu fahren, wird ja jetzt gerade noch viel aktueller denn je das Thema. Und das ist das Bike, mit dem ich fahren werde. Taschen sind noch leer, die befülle ich jetzt. Wir werden 5 Profis besuchen und denen was ausliefern mit dem Premium-Pro-Versand von Bike24. Wenn dann die Pakete zu spät kommen, dann ist es wohl allein der mangelnden Fitness von Tobi und mir geschuldet. Jetzt hier nicht Take a Seat, sondern sportfrei. Unsere Deutschland-Tour startet. Wir nehmen jetzt die Pakete in Empfang. Und dann geht's los. Gesagt, wie so ein echter Paketdienst haben wir uns ja gerade auch angemeldet. Und der Knecht meinte, wartet auf den letzten Berg. Jo, Tobi. Berg ist unser Ding. Nach 150 Kilometern kann ich den letzten Berg kaum erwarten. Klingt nach Familie Wagenknecht. Soll ich mal klingeln? So schnell ist doch hier noch nie ein Paket angekommen, oder? Hier kam noch nie ein Paket an. ich weiß auch warum, weil man hier nämlich den Berg hochfahren muss. Ich hab dir gesagt, der letzte Berg ist geil. Habt ihr euch gequält, die letzten Meter? Nee. Wie oft bist du mit dem Berg hier schon hochgefahren? Jeden Tag. Mit dem E-Bike? Nee, normal. Oder mit dem E-Bike mit Hänger. Weil der Kindergarten ist auf der anderen Seite, wo ihr glaube herkommt. Ah, ja. Diese steile Kopfsteinpflasterstraße, oder? Ja, da hatte ich gerade die GoPro in der Hand. Super. Da ist der Kindergarten, ja. Geht's dir gut? Natürlich. Und euch? Läuft, oder? Ich würde sagen, ja. So, nachdem wir gestern das erste Paket abgeliefert haben bei André Wagenknecht, schauen wir jetzt mal, ob er das auch verwenden kann. Und deshalb haben wir uns jetzt hier einfach mal zum Frühstück eingeladen. Reinspaziert. Guten Morgen. Morgen. Da wir ja nicht nur Pakete ausliefern, sondern auch einfach mal sehen wollen, wie die Leute wohnen, bekommen wir jetzt eine kleine Führung durch. Ja, durch dein Anwesen. Das Anwesen. Kleinen Anwesen. Und schauen uns das mal an. Los geht's. Genau. Also, dann kommt mal rein. Wir haben heute extra Sonnenstrahlen gebucht. Aber da dürfen wir noch einiges vorhaben. Habe ich gedacht, Regen ist zur Abkühlung, einer zur Verkehr. Und ja, hier wohne ich. Im Vogtland, wer das vielleicht kennt, in der Nähe von Plauen. Aber in ja, so einem Naherholungsgebiet. Man sieht es jetzt hier gerade nicht, aber vielleicht dann, wenn wir aufs Rad uns setzen. Es ist ein ziemlich tiefes Tal mit einem schönen Fluss, die Weiße Elster. Klettergebiet hier hinten, sehr bekannt bei den Kletterern. Ja, schöne kleine Mountainbike-Trails, also alles vorhanden. Und das ist jetzt quasi unser Garten hier. Also hier drinnen ist quasi die Behausung. Hier von außen meine kleine Werkstatt. Quasi mein Rückzugsort von der Familie oder mit Kumpels halt. Ja, und das ist mein Garten. Zurzeit durfte ich meine Zeit damit verbringen, für meine Frau ein bisschen Garten anzulegen, Gewächshaus zu bauen. Und ein Beet. Zeige her. Weil ich glaube, die mutiert gerade zu einer Kleinbäuerin. Kein Wunder hier auf dem Land. Und das ist das kleine, das ist der Bierplatz für Abend, ganz wichtig. Wenn Kumpels kommen, für ein Bier. Feuer, Bierstöpsel, der Beweis ist drin. So, ein geiler Ausblick eigentlich. Genau. Wo geht die Sonne unter? Die Sonne geht da unter. Also wir haben tagsüber früh schön eigentlich Sonne hier. Das ist meine Arbeit der letzten Wochen, wo ich fast dran zerbrochen bin.
ein Gewächshaus. Und ich muss es jetzt einfach mal erzählen und loswerden. Ich habe meiner Frau gesagt, jetzt wo noch kein Rasen ist, bitte mit dem Balkenmäher nicht direkt an den Scheiben mähen, weil dann fliegen ja auch Steine rum. Es hat genau etwa 30 Minuten gedauert, dann stand sie da. Okay, aber ja, wird auch wieder. Genau. Erste Scheibe schon kaputt, oder was? Eine hat sie schon geschafft. Ich habe jetzt ein Abo abgeschlossen. Alle zwei Wochen kommt eine Scheibe, weil alle zwei Wochen mähen wir so. Wahrscheinlich zur Zeit. Ja, ist noch nicht ganz fertig, aber es wird schon. Was da drin? Kartoffeln? Nein, Tomaten. Pflanzen. Ich bin jetzt eher so für das Technische zuständig, für die Pflanzen nicht. Sie sind ich grün? Ich glaube, es sind Tomaten. Und hier oben sieht man dann so das Überbleibsel vom Nachwuchs. Also er ist Kleinbauer. Er hat eigentlich so zurzeit alle Landmaschinen, die man braucht, um zu bewirtschaften. Da ist auch ganz ja, heiß drauf. Also wie man sieht, eine kleine Landwirtschaft, ein kleines Feld für ihn. Er hat es aber leider gerade mit Rasen gedüngt, sagt er. Es wurde mit Rasen bedeckt. Man muss sich auch vernünftig drum kümmern. Immer was zu tun halt, ne? Passt ja. Schon. Ja. Das ist die nächste Challenge, die Renovierung vom Baumhaus. Oha. Mein zweiter Rückzugsort dann wahrscheinlich. ja, aber kommt Zeit, kommt Rat. Da habe ich jetzt gerade keine Lust drauf. Ich habe da so halb angefangen und muss halt das Dach neu machen. Alles. Ist noch sehr luftig zurzeit. Zurzeit ist luftig, genau. Oh. Aber passt. Alles gut. Ja, und dann folgt mir mal langsam. Das ist dann quasi der Eingang zu meiner heiligen Halle. Sieht gerade ein bisschen wüst aus, aber ja. Hier sieht man halt so, wo ich meine Zeit verbringen oder verbringen darf, muss manchmal auch. Quasi Räder, Pflege, Schraube, Umbau. Ein paar Sachen sind noch verdeckt, wie ihr seht. Die können wir vielleicht später mal sehen, irgendwann mal. Also hängen halt viele Testräder auch noch da oder alte Testrahmen, die mittlerweile aber auch erhältlich sind. Eine wüste Werkstatt, so wie es sich gehört. Na, aber mittlerweile ja. Testest du halt vor allen Dingen auch viel also für... Also ich teste sehr viel für Cube. Hauptsächlich Fahrwerke, zurzeit auch ein bisschen in Geometrie-Sachen, Cockpit-Sachen drin, dass man ein bisschen schaut, wo geht's hin, was ist vielleicht der Bedarf. Auch so, also das ist jetzt, ich muss da mal ein bisschen umswitchen als Ex-Rennfahrer, dass man sagt, okay, man muss auch ein bisschen für die Allgemeinfahrer denken, dass man da ein bisschen umschaltet, weil nicht jeder ist halt dann so, dass er 100 Liegestütze am Stück macht und will auch so eine Gabel haben, die so hart ist. Da geht es wirklich darum, dass jeder, der so ein Rad dann auch kauft, irgendwo zufrieden ist und da einen guten Kompromiss findet. Es ist sehr viel Arbeit, das denkt man immer gar nicht. Es ist schöne Arbeit, aber es ist trotzdem Arbeit. Also es ist manchmal dann auch schön, wenn man wieder mal nur für sich Fahrrad fahren kann und ohne drauf zu achten, wie die Federung geht, ob da irgendwas da ist oder da, dann kann es auch einfach mal egal sein, wie es ist, sondern es muss einfach nur Spaß machen. Das ist meine massive Trainingseinrichtung hier. Ich weiß noch gar nicht, ob ich es schon mal genutzt habe. Mach doch mal. Aber es sieht massiv gut aus, oder? Kannst du auch anlaufen? Ja, ich komme nicht richtig ran. Ich habe da so einen Hocker. Aber wenn ich dann auf dem Hocker stehe und falle fast runter, deswegen, ich habe das dann abgebrochen. Bringt ja eh nichts. Hier oben ist so ein kleines, so ein bisschen geschichtlich von mir. Meine zwei Räder, mit denen ich deutscher Meister geworden bin. Einmal 2008 Downhill-Deutscher Meister, einmal 2014. Deutscher Meister in Enduro. Ja, aber ich weiß nicht mal, wo meine Medaillen hängen, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, meine Frau hat ja meine Medaillen mal ans Treppengeländer gehangen, weil unser Sohn noch so klein war. Da haben wir gehört, wenn er die Treppe hochgeht, weil er dann dran geklappert hat. Aber wo sie jetzt sind, weiß ich nicht mehr. Also da bin ich jetzt nicht ganz so. Die Räder, da hänge ich dran, an den anderen Sachen nicht so. Keine Ahnung. Ja, so sieht's aus. Ich denke mal, so sollte eigentlich eine Bike-Werkstatt ausschauen. Ganz schön viel Zeugs. Viel Zeugs. Einiges angesammelt. Alte Sachen, sehr neue Sachen, deswegen auch noch abgedeckt leider. Ja. Und ja. Das heißt hier, die dürfen wir. Da dürfen wir jetzt gleich mal den Vorhang lüften. Den Vorhang lüften, ich glaube noch nicht. Hätte das später kommen müssen. Die Rettung. Die Rettung. So, jetzt schauen wir mal, ob das Paket, was wir hier mitgebracht haben, auch funktioniert. Wir werden sehen. Aber du schraubst schon immer alles selber, oder? Ja. Also, beides gehen. Es gibt immer mal so Kleinigkeiten, wo ich nicht weiterkomme. Dann nutze ich meine Kumpels im Bikeshop, die mir da ein bisschen helfen. Wenn es mal Sachen sind, wo ich entweder das Werkzeug nicht habe oder wo ich noch keine Erfahrung hatte.
Ja, aber ansonsten mache ich es gerne selber, dann die ganzen Sachen schrauben und genieße eigentlich auch die Zeit, wenn ich ehrlich bin, hier drüben in der Schmiede. In deinem Man Cave. Genau. Das ist der große Unterschied zu mir. Ich kann nämlich überhaupt gar nicht schrauben. Ach so? Nee, also ich liebe das wirklich. Ich halt. Passt oder so. Und das ist auch im Winter wunderschön, weil dann meistens hier einen schönen Kamin einschüren. Also Kamin im Man Cave? Also so ein kleiner kleinen Ofen. Und wenn es nichts zu schrauben gibt, kommt der Kumpel zum Bier. So, und jetzt schauen wir uns einfach mal deine Homegrails an. Genau, mach mal los, ich zieh mich um und Badehose reicht heute. Sieht dann ganz gut aus, passt schon. Wir wollen ja mal so ein bisschen wissen, wie die Leute so trainieren. Von daher schauen wir uns mal ein paar Trails an. Jetzt sind wir hier in dem Ausgang vom Triebtal, direkt unterhalb der Staumauer von dem Stausee, wo ich lebe, also Talsperre Pöhl. Und das ist eigentlich so meine Runde, wo ich früher zu meinen aktiven Zeiten so ein 4-Minuten-Intervall immer gefahren bin und habe mir die Lunge aus dem Leib gebiebt. Und ja, waren schöne Zeiten. Ich kann es mir aktuell eigentlich gar nicht mehr so vorstellen, so ja, hart da zu trainieren oder irgendwas. Muss auch nicht. Jetzt genieße ich einfach die Zeit auf dem Bike und bin froh, dass ich das noch so leben darf. Kann. Ja. Aber es ist immer wieder schön, halt dann hier zu sein und die Erinnerungen, wenn man gerade so drüber erzählt, was man halt damals alles so gemacht hat, wo man noch aktiv Rennen auch gefahren ist. Hier drüben ist noch so ein kleines Ding im Hintergrund. Da habe ich mich so an Springen rangetastet und ich hatte immer echt Angst früher vor Landungen, deswegen habe ich mir was Weiches gesucht, also eher Wasser. Ich bin mal gespannt, wo er springen gelernt hat. Ja. Ich bin mal gespannt, wo du springen gelernt hast. Also das letzte Mal hier schon so Fußseits unter meiner Sprungschanze, wo ich gelernt habe. Kleiner Scherz, nein, wir stehen jetzt hier unterhalb der Staumauer, da oben seht ihr das kleine Loch, also knapp drunter, da ist dann bis da hoch das Wasser, logischerweise, beim Stausee. Immer gut. Und, aber es ist immer voll interessant, wenn man hier unten ist, das Gefühl, wenn man weiß, da ist halt so eine Menge Wasser und schöner Platz. So, nachdem wir das Paket abgeliefert haben, und sogar noch sehr schön beköstigt worden sind, haben wir jetzt sogar noch das Glück, dass wir noch von André begleitet werden und er uns noch ein paar alternative Routen zeigen wird. Also, in diesem Sinne, fahren wir weiter. Let's shred! Let's send it!